Die Familie Schmidt ist etwas größer geworden. Eine neue Wohnung muss her. Sie ist schon fast gefunden. Kontakt aufnehmen, besichtigen, einziehen, denkt sich Herr Schmidt. Doch was ist das? Sie haben Post. Statt eines Exposés erhält Schmidt vom Makler erst einmal diesen juristischen Text, gespickt mit diesen abschreckenden Begriffen. Vertrag? Seit wann kommt ein Vertrag zustande, wenn man besichtigen will? Schmidt ruft an. Der Immobilienprofi löst auf. Vor ein paar Jahren mussten die Schmidts schon einmal umziehen. Was sie bei der Suche gar nicht bemerkt haben, auch damals waren Maklerverträge entstanden. Und zwar ohne jede Unterschrift. Wie das sein kann? Verträge entstehen oft, ohne es gleich zu bemerken. Nur durch das sogenannte schlüssige Verhalten. So ist das, wenn man in die Bahn einsteigt. Wenn man seine Einkäufe auf das Band legt. Oder wenn man sich von einem Arzt behandeln lässt. Doch anders als in diesen Beispielen entstehen beim Maklervertrag nicht automatisch Kosten. Denn der Immobilienprofi darf das erst, wenn er den Schmidts erfolgreich eine Wohnung vermittelt hat. Aber was hat sich denn nun geändert? Die Europäische Union möchte die Rechte von Verbrauchern stärken. Deswegen gilt in Deutschland ein neues Gesetz. Es legt fest, dass jeder Maklervertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden kann, sofern er nicht in den Geschäftsräumen des Vermittlers zustande gekommen ist. Und zwar auch dann, wenn er ohne Unterschrift nur durch das Abrufen eines Exposés zustande kommt. Sie haben Post. Neu ist auch, dass Immobilienprofis verpflichtet sind, eine Widerrufsbelehrung zu verschicken. Genau das hatte die Familie Schmidt irritiert. Der Makler möchte für die Schmidt so schnell wie möglich tätig werden. Er möchte nach erfolgreicher Vermittlung aber auch nicht leer ausgehen. Zwei Möglichkeiten gibt es. Er wartet 14 Tage bis zum Ablauf der Widerrufspflicht. Oder die Schmidts verlangen ausdrücklich, dass er für sie tätig werden kann und verkürzen ihr Widerrufsrecht. Auch die Familie Schmidt möchte, dass der Makler ihres Vertrauens sofort handeln kann. Auch deswegen, weil ihnen keiner die Immobilie wegschnappen soll. Das zahlt sich aus. Traumwohnung gefunden. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Widerrufsbelehrung sowie in der Freistellungserklärung zum Widerrufsrecht. Gerne können Sie uns auch telefonisch erreichen.